Und da wären wir wieder bei, keine Ahnung, wie ich den Parts benennen soll, in Ares Generation of War Zero, wenn wir eigentlich nur kämpfen und nicht sonderlich irgendwas passiert. Holla, zwei Drache und vier Wölfe. Na, wenn das mal nicht den Tod von irgendwelchen Kameraden von uns bedeutet, dann weiß ich auch nicht. Du heilige Scheiße. Und ihr countert ja auch noch. Das ist nicht sonderlich schön. Und ihr seid irgendwie alle miteinander verbunden. Das finde ich auch nicht schön. Ach, du heilige Scheiße. Ja. Bursted. Power Attack. Void Shock. Power Attack. Damage. Ich glaube, das ist etwas viel. Nehmen wir erstmal das. Das reicht ja gerade aus. Da ist der Void Shock schon mal überflüssig gewesen. Aber hey, besser tot als nicht tot. So, schon mal zwei, die nicht mehr countern können. Was? Nein! Ich wollte doch noch nicht beenden. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Meine Güte. Ja gut. Was nur Black Mist? Bist du alleine? Okay. Das ist uncool. Jetzt hätte ich Black Mist auch aufmachen können. Ich dussel. Er ist schwachfällig. Sei es drum. Oh mein Gott. Sieht ja viel zu wenig ab. Aber gucken, ob wir wenigstens drei Werwölfe gesamt down bekommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Thunder, Shining Strike und Bolts. Impuls und dann einfach mal ein Blast mit Sonic Wave. Sollte eigentlich ausreichen. Und dann hoffe ich, dass Eugene noch den anderen angreifen kann, weil eben drum Sieghard auch noch von der Partie ist, wenn sie immer noch verbunden sind. Das weiß ich ja so nicht. Wir gucken ja jetzt in eine andere Richtung. Aber ich glaube, dass ist nicht so das Problem, ne? Doch. Nee. Naja, Blast countert er wenigstens nicht. Wie auch immer der erste Schlag überhaupt getroffen hat. So, dann lassen wir uns mal verprügeln. Ach du heilige Scheiße, das tut weh. Und der trifft doch sogar noch damit. Ach du heilige. Das hat eine echt hohe Reichweite. So, solange keiner stirbt, ist alles gut. Gott, der Drache spart seine Dingsbums. So, du gehst einfach mal hier hin. Cyan muss sich jetzt nur mit irgendwem verbinden, also geh mal hier hin. Dann passt das schon. Und ich glaube, Alice darf heilen. Und das nicht ohne. Und dann kommen, glaube ich, jetzt auch zwei dieser komischen Scheißwellen. Ja, was machen wir denn da? First Hit. Power Attack. Reicht nicht. Scheiße, jetzt kommen wir Counter? Nein, weil zurückgeschlagen wird. Das finde ich nice. Noch eine Power Attack. Hey, Burst Hit machen wir mal. Sollte ausreichen. Jawoll. So, jetzt ist immer noch das Hauptproblem da. Drachen. Du kannst das mal machen. Dann noch ein Burst Hit mit. Power Attack mit Burst Hit. Dann kommt noch eine Power Attack mit. Double Edge hinzu. Dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist jetzt schon etwas zu viel, wegen, wobei Comet Effect halt nicht
annähernd killt. Okay, ich habe nichts gesagt. Ach du Heiliger, doch weniger als gedacht. Abwehr runter. Schon mal sehr nice. Mir fällt dabei auf, ich hätte auf den anderen Drachen gehen sollen, der hat mehr AP. Shit happens. Was haben wir denn noch übrig? Du musst heilen, Entschuldigung. Double Edge? 100 HP? Ich hoffe, das reicht. Gerade nicht, Alter. Eugene, was kannst du eigentlich? Black Mist. Mime hat ja genug. Ist aber jetzt leider mit niemandem mehr verbunden. Das ist schade. So, einer wird, denke ich mal, sowieso noch sterben. Ich komme da gerade nicht dran. So, du bist jetzt dran. Thunder, Shining Strike, Impulse. Ja. Das ist alles, was du machen kannst. Ja, ich will nicht wissen, wie viel der Drache gleich killen wird. Will ich wirklich nicht wissen. Definitiv zu viel. Mit einer Wave, der trifft glaube ich auch noch Linda sowieso. Und Alice auch, und Alice stirbt. Du bist zuerst dran. Was? Immerhin trifft er damit nur die beiden, aber was? Zum Glück trifft das nicht. Aber ist glaube ich eh schon viel zu spät. Okay. Alter Schwede. Jetzt bist du dran. Ja, du hast aber auch nichts mehr zum Wiederbeleben und alles sonst was an AP übrig. Fragment of... Wow, ich sollte mal wieder shoppen gehen, ey. Ich hab davon nicht mehr viel. Oh, es kommt ja sicherlich noch ein... Oh, ein Boss. Ja, es kann unschön werden. Das kann wirklich unschön werden. Noch drei Stück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, zum Glück hat er seine AP verbraucht, Fragezeichen. So, wie viel hast du denn noch? 6, das lohnt für nichts. Aber... Na gut, niemand hat mir was. Außer du, das bringt auch nicht viel. Also, mal gucken, wie wir uns jetzt verbinden. Du bleibst am besten da. Du auch. Du guckst nur nach da. Und du gehst einfach mal nach hier. Ich hoffe, der bleibt da. Ja, tut er auch. Soll den jetzt bitte einmal rapen. Ich will einen Overkill haben. Du kommst natürlich nicht ran. Du kommst gerade so ran. Holding Storm. Gleam Flare, 4 Stingsbums, Comet Impact. Ja. Burst Hit. Ja, du kriegst gerade nichts auf die Reihe. Power Attack, Black Mist, Ascension. Ja. Ja. Hallo. Verdunkle Attack. Sonic Wave Blast. Und einfach mal ein, ach, eine Shadow Attack wollte ich noch auftun. Egal. Einfach mal alles raufballern. Ich will wissen, ob das überhaupt ausreicht für einen Overkill. ja. Wobei Gleam Flare natürlich irgendwie am meisten Schaden machen sollte. Hoffe ich mal. Wenn es mal anfängt, Schaden zu machen. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie schade. Na, verdammt.
Niemand macht natürlich am meisten Schaden. Erstmal schön heilen um 789 und dann... Ne? Schnetzeln. Das reicht garantiert nicht für einen Overkill. Ich will mal so einen Drache-Overkill, verdammt. Wir wissen, was man davon bekommt. Ja, wobei... Doch. Sollte was werden. Ich glaube, das wird auch die längste Hitserie, die wir jemals hatten. Ja, Overkill. Holy Mist gibt's auch noch. In einem Break-Modus. ...10.000 Schaden haben wir schon mal erreicht. Wie viel Schaden sollten wir noch mal machen von einer... für ein Achievement? Eine Million? Irgend sowas war's. Leider ist man nur allein. Nee, dann kommt auch noch der zusätzliche Hit. Das ist nice. Und das war's. Kriegen wir was? Platinum Orb und Drainclaw. Aber gucken, was man aus der Drainclaw überhaupt machen kann. Kein Level, aber ich habe mir immer noch nicht das Level der Gegner angeguckt. So, kriegen wir jetzt bitte hier wenigstens was Tolles. Was auch nicht so lange braucht. Danke. Essential Arts 9. Harvest Heal haben wir. Das Erdelement, okay. Thunder Soul und das war's. Schön. Jetzt geht's hier oben schön weiter. Und ich sollte mir jetzt mal das Level der Gegner angucken. Oder den Level, er gesagt. Schon wieder ein Drache. Immer nur einer. Und dann noch... 7 Gegner, ernsthaft? Es wird ja immer mehr hier. Gott, der Drache. Na gut. Mal den angreifen. Burst Hit. Power Attack. Sollte definitiv reichen. Und der andere? Der lebt natürlich noch. Ah, gut. Ist jetzt doof. Dann sag ich mal einfach auf den und sag Sayane Thunder. So. Jetzt ist Sayane aber auch schon aus dem Spiel. Power Attack. Wobei Bursted. Power Attack. In der Hoffnung, dass es reicht. Nee. Es waren ja diese Viecher, die das wenigstens einmal aushalten. Dann kriegst du noch einen Power Attack hinterher und bist auch weg. So. Dann waren das schon mal. 3. So, du kannst jetzt den hier angreifen. Leider stirbt er auch nicht. Weil der magische etwas mehr aushält. Und hättest du jetzt noch einmal einen Angriff übrig, dann wäre der eigentlich auch schon weg. Why not? So, dann sind schon mal 4 down. So, du kannst nur Black Mist machen auf die Viecher, das ist nicht sehr toll. Kann ich es einmal machen in der Hoffnung zu blinden oder zu poisonen, eher gesagt war das. Und dann einfach mal aufhören. Spart AP. So. Impulse, Ascension, nee, Tricket. Mache ich nur, damit ich weiter weg vom Drachen bin. Obwohl er da, glaube ich, immer noch trifft. Aber ich mache das einfach mal. Man weiß ja nie, was da passiert. Oder eher gesagt, passieren kann. So, jetzt bist du dran. Meine Güte. Mach eine Sonic Wave und lass es dabei. Die AP kannst du dir auch sparen, aber ich habe das Gefühl, Eugene wird sterben. Ultrasound. Oh, oh, oh. Und Alice auch.
Warum macht das so viel höllischen Schaden? I don't like this. Ich glaube, ich sollte hier nochmal wieder rausgehen und im Dorf mich ausrüsten. Einfach mal so, weil ich es kann. So, du kannst schon mal hier bleiben. Weil du verbunden bist schon. Du gehst nach hier vorne. Bleib's einfach mal so. Dann muss Linda halt wiederbeleben. Sei's drum. So, wer fängt an? Wir. So, dann machen wir einmal. Dann bewegen wir uns ja ständig vom Fleck. Item. Fragment of Life. Wir kommen nicht ran. Das ist sehr schön. Nein! Warum klicke ich im Auszusehen da drauf? Das ist uncool. Das wird eh nicht reichen. Das ist doof. Aber lässt sich dann nicht ändern. Machen wir einfach mal. Warum muss ich das nur beenden? Das ist kacke. So. Du wirst mit deinem Air Raid leider nicht genug Schaden machen. Überhaupt keinen Schaden, du brauchst mehr Stärke. Ich glaube, Sandy sollte man wirklich nicht magisch spielen. Das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Ich glaube, Sine rüste ich jetzt nur auf permanent. Ja, Attacke jetzt aus. Oh, das trifft beide. Das ist sehr nice. Das habe ich nicht mit eingeplant. Aber viel mehr machen kann ich da auch nicht. Ah, du hast auch nicht mehr viel Leben. So, ihr seid verbunden. Du kannst eh nichts mehr machen. Wobei, wenn ihr verbunden seid, dann macht den hier bitte fertig. Rolling Storm, Comet Impact. Trifft beide bitte. Ach Mensch. Oh, das reicht so. Oh, oh verdammt. Unnötiger Comet Impact. Ich muss ja noch wiederbeleben. Jetzt habe ich nicht genug AP dafür. Sowieso. Ich hoffe, Alice ist auch gleich noch dran. Das wäre nämlich echt nice. Jetzt haben wir auch nicht mehr genug AP. Aber du hast genug. Um den zu killen. Der da hinten lebt noch, ja? Dann kann ich den hier noch umbringen. Ach, das geht ja dann. Dann mach mal einen Bursted. Sollte reichen. Besonders wenn du auf einem Attack Plus Feld stehst. Dann können wir nämlich nochmal wiederbeleben mit unserem vorletzten oder letzten Item oder was auch immer. Der Affon muss sich mal wieder welche holen. Und ich hoffe, im nächsten Part sind wir auch dann irgendwie am Ende dieses Gebietes hier gekommen. Weil es zieht sich nämlich gerade schon etwas lang. Und der Boss wird auch nicht schön sein. Apropos, Boss wird nicht schön sein. Aufs Level achten, verdammte Scheiß. Einfach auf okay, gerade kein Bock mehr. So, du bleibst da, wo du bist. Sehr schön.
Gegner ist Level 18, ja, dann passt das ja von der Levelkurve. Das passt dann. Das reicht. So, haben wir leider nur zwei Kämpfe geschafft wegen diesem Drachen. Sei es drum. So, noch jemand Level up? Nein. Okay, dann würde ich jetzt noch mal... raus hier und noch mal in die Stadt gehen. Ist ja gleich hier, wollte ich sagen, aber stimmt, da konnte man ja nichts einkaufen. Und überhaupt nicht hingehen, weil wir Menschen sind. So, dann lass uns mal... Moonring Blade hatte ich schon und mehr gibt's nicht. Fragment of Life, da hatte ich sogar keine mehr von. Mal wieder 15 kaufen. Und der Rest ist auch irgendwie relativ egal. Kaufe ich davon einfach nochmal ein paar, obwohl bei denen brauche ich glaube ich sowieso 4 von immer, um sie irgendwie zu verwenden. Und hier haben wir auch alles. Skills? Nichts. Ah, würde ich sagen, gucken wir uns hier noch einmal um. Kann ich irgendwas schmieden, was nützlich ist? Guillotinsense. Mach ich einfach mal. Ich glaube nicht, dass ich das schon hatte. Oder die schon habe. Und die dann eventuell Mimel ausrüsten. Oh, Ice Rod. Eine mysteriöse Box. Oder die hier. Einen Stab mache ich mal sowieso. Da kann ich Harvest the Heal ausrüsten. Und wenn ich die voll und ganz upgrade, kann das auch was werden. Will ich was von den Bracelets hier? Platinum Angel? Bangle? Ja, mache ich mal. Kann ja gut sein, weiß ich ja nicht. Joa. Sehr viel magische Verteidigung. Oh, und ich kann es jetzt nochmal im Shop kaufen. Das ist nice. Steinring. Einfach mal herstellen, obwohl ich jetzt gerade nicht darauf achte, was ich dafür überhaupt brauche. Resist Burst. Defense und Vitalität oder AP gibt es. Das ist doch mal nice. Könnte ich herstellen, mache ich einfach mal. Ah, komm, die letzten Parts waren eigentlich nur voll mit Kämpfen. Jetzt können wir uns auch mal wieder etwas ausrüsten und den Part etwas länger machen. Habe ich davon schon welche? Nein. Machen. Einfach machen. Fully Restored HP. Das ist doch mal nice. Und das kann ich jetzt auch ganz normal kaufen. Das freut mich doch. So, wo sind jetzt die... Doch, Guillotinsense hatte ich schon. Die hat Mimel auch gerade ausgerüstet. Sind die neuen Sachen unten? Ich glaube, da war was. Ja, Guillotinsense hatte ich schon, aber das hier kann ich ausrüsten. Wow, so extrem steigt das ja nicht. Aber gut. Sei es drum. Sei es drum, die Sense hatte ich schon. Dämonische Sense könnte ich ja mal upgraden. Die hatte ich ja auch irgendwann mal hergestellt oder bekommen oder was weiß ich. Mal gucken, ob da Mimel damit mehr Angriff hat oder so. So, Platinum Banger. Ja, schön magische Resistenzen. Mal gucken, wem wir das dann geben werden. Hier haben wir nichts hergestellt, oder?
Nee, ich glaube nichts. Formation of Meh. Viel zu viel. Das kostet alles viel zu viel und ich glaube, das sollte ich nicht machen. Good, Adventurers Guild. Haben wir noch irgendwie neue Skills jetzt? Gucken wir wieder nach. Auch noch Ringe, den ich nicht habe. Power Up, Magic Up, Speed Up, Stamina Up, Flame Edge. Double Edge brauche ich ein paar Mal. Oh, dann könnte ich sowas machen. Oder einmal brauche ich es eher gesagt. Das hätte ich nämlich dann schon gerne. Auch Double Edge. Kann ich Double Edge herstellen? Auch nicht. Ja gut, dann wird es dabei erstmal bleiben. Aber eigentlich könnte ich das halt machen. Oh Gott, was ich alles brauche, um schon so geile Sachen zu bekommen. Ich glaube, das meiste... Das hier kann ich nämlich schon holen, alles. Ich glaube, nachdem wir mit dieser Quest fertig sind, werde ich mal dafür sorgen, dass wir hier uns mal ein bisschen mehr umgucken. Weil manche Sachen kann man sich ja jetzt schon holen, dass man dann das erfarmt, kauft, umrüstet. Halt onscreen. Das wäre halt nicht verkehrt. Haben wir noch einen neuen Titel? Wäre schön, wenn. Sieht aber gerade nicht danach aus. Schade. Hier was Neues. Oh mein Gott. Aber das kostet wiederum Tepi, was ich eigentlich nie so wirklich habe. Beziehungsweise bekommen würde. Das ist ja jetzt nur wegen den DLCs. Ich habe keine Partisan. Irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass ich mal einen geholt habe. Doch, das, die hat doch Dingsbums ausgerüstet, Linda. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Die habe ich. Gut, Monster Guild ist Shitty Ghoul. Alchemie ist auch Shitty Ghoul. Neues beim Orakel? Sieht nicht danach aus. Ja gut, dann hätten wir das. Dann müssen wir uns jetzt nur noch umrüsten. Aber erstmal zurückgehen. So, was hatten wir jetzt neu? Wir hatten eine Waffe. Eine Sense, mal gucken. So, equip. Bei uns, ne, Partisan haben wir. So war das. Ja, Quatsch, wir hatten nicht so eine Waffe neu, wir hatten einen Rod neu. Aber wir hatten auch ein Platinum-Dingsbums. Wenn ich gerade wüsste, wo das wäre. Hä? Warum können wir das gerade nicht mehr... Hä? Ich hatte... warum habe ich das jetzt hier nicht mehr? Oder kann er es nur nicht ausrüsten? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, gut. Danke. Sagst du irgendwas? Sanbato. Mehr Attack, weniger Magie. Du hast sowieso keine Magie. Aber du triffst auch weniger. Sword of Kings schon eher. Wieder was? What? Die ist sogar stärker als das Kaugummi. What? Was ist mit dem Serio? Das wäre doch auch mal was. Nehmen wir das einfach. Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist dieses Platinum-Dingsbums? Das hat er mir doch extra gemacht. Warum ist das jetzt nicht mehr da? Das ist ja nicht so kaputt gegangen oder so ein Scheiß. Das habe ich sogar upgegradet. Also ehrlich. Manchmal verstehe ich das nicht so. So.
Icewane. Earth Needless Stone Shower? Ist halt so die Frage, was besser ist. Nehmen wir einfach mal eine Stone Shower. So, du wirst doch sicherlich hier diese Waffe hier gerne nehmen. Sieht gut aus. Magische Verteidigung ist noch etwas niedriger, aber dafür die physische. Aber ich guck gerade mal eher, ob das nicht auch was für Saiyan wäre. Ach, das ist nur für Magier. Alles gut, alles gut. Dann ist ja alles dran. Wobei Saiyan ja sowieso auf... Ja... Macht halt auch mehr Attack. Und Saiyan macht definitiv mehr als sie hier. Sie ist ja meine gute Notfallheilerin. Und Combo-Attacke. Gallius, nichts, Mimel. Ja. Für die ist jetzt so die Frage... Nee, lassen wir mal... Nee, nur eine andere dämonische Sense. Du hast nicht die Guillotine. Das heißt, die Guillotine könnte ich... upgraden eigentlich. Und sie dir dann geben. Okay, dann werde ich wahrscheinlich nochmal aufs Screen zurücklaufen und dir die Guillotine in die Hand drücken. Und dann mal gucken, ob es dann besser wäre, aber ich denk mal. So. Dir könnte ich das hier eigentlich auch geben, aber nee, Quatsch, du bist ja gar nicht im Team. So, du. Ach, du hast nur Dagger, ne? Keine... Ja, da war was. Und deswegen bist du auch keine Magierin. Da geht die Magie heftigst runter. Aber die Attacke geht halt hoch, ein bisschen. Ah, das ist jetzt doof. Kann doch da einfach das hier nehmen. Das ist doof. Ja, hätte ich früher bemerken sollen. Das hätte ich früher bemerken sollen. Ja, nun gut, dann muss ich nochmal eine andere Waffe für sie finden. Dann habe ich nichts gesagt und gebe ihr hier alles. Dann haut sie jetzt auch nochmal ein bisschen mehr rein. Ein bisschen magische Verteidigung verringert, die sich aber jetzt auch wieder erhöht dadurch. Ja. Dann solltest du den Donner bekommen. Kriegst auch erstmal den Harvest Heal. Zusätzlich zum Heal und Earth Spike. Dann muss ich Cyanide gerade mal den Donner entrüsten. Aber das hat sie auch von Standard. Hm, okay. Das ist doof. Naja, müssen wir mal was Besseres finden. So. Ich würde sagen, genug gerumwurstelt. Ich beende den Part hier, renne aber nochmal zurück, upgrade die Waffe für Mimel und schmiede wahrscheinlich noch eine neue für Cyanide. Es ist ja ein Dagger. Ich sag bis zum nächsten Mal, warum renne ich hier eigentlich hin? Bis dann, viel Spaß und tschüss.